bin jetzt hier in dem Wald, wo der Preußensondler war, gestern. Und der hat hier 2 Reichsmark gefunden. Und noch irgendwas. Und ich bin jetzt ungefähr so 3/4 Stunde hier. Und ich habe schon ein paar Sachen gefunden. Eben mal hier diesen Koppelhaken. Und dieses 50 Pfennig 1950. Und gerade eben hatte ich so einen richtig coolen Fund. Das ist irgendein Schmuckstück. Wahrscheinlich war das mal an der Kette vorne dran. Mit einem Stein. Also es hat überall kleine Glitzersteine und dann diesen coolen orangen Stein, der nicht einen Kratzer hat. Der Sonnentag hat erst angefangen. Mal sehen, was noch so kommt. Ich werde jetzt einfach mal ein kleines Video drehen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar heute daraus was zusammenzuschneiden noch. Ein kurzes Video. Weil ein paar Funde sind ja schon da. Und vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Und vielleicht reicht es ja dann für ein 10-Minuten Video. Aber die Mücken, die sind ernst böse heute. Aber über den Anhänger freue ich mich wirklich. Also das ist mit einer der schönsten Anhänger, die ich jemals gefunden habe. Was denn? So ein Knopf, ein Druckknopf oder so. Löffel. Man kann was erkennen. Alte Schrift. Ich kann das nicht entziffern, was dort steht, aber es ist ein Löffel und nichts Besonderes. Ein sehr schöner Leitwert. Ein sehr guter Fund. Dreck und eine tote Mücke. Hoffentlich ärgert sich der Preußensondler jetzt. Völlig zerstochen. Ich habe hier in diesem Wald übrigens auch das Schmoddersondel-Video gedreht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da habe ich hier einen Orden gefunden. Video heißt Schmoddersondeln, glaube ich. Oder Regen? Irgendwas mit Regen und Schmoddern. Ein Hering. Oder nee, das Video heißt Regen. Nee. Münzen und Orden im Regen oder so. Orden und Münzen im Regen. Irgendwie so. Was wir alle hier schon gefunden haben.
altes Fragment. Wieder so ein Ding. Gibt's doch ja nicht. Nee, ich mach erstmal die Kamera aus. Wenn ein guter Fund kommt, mach ich wieder an. Kaum macht man die Kamera aus, findet man eine Münze. Wo ist er? Da. Ziehen. Reichspfennig. Und da sehe ich noch eine. 5. Ich habe noch ein paar Münzen gefunden, das war aber, mehr kam nicht. Ein paar kleine Reichsmünzen und so was. Der Preußensonder kommt jetzt und dann werden wir noch mal an einen anderen Spot fahren. Mal gucken, vielleicht finden wir da noch was und da werden wir dann bis in die Nacht sondeln. Da habe ich wieder was gefunden. Ein Russenstern. Was blechernet. Cool, der ist doch cool. Schön. Aua. Schön. Willst du, ah ja, der ist doch cool. Das sieht, du, das ist ein Mützen. Siehst du, wie der gebogen ist? Das ist eh nach oben vorne von der Mütze. Das ist doch schön, das Ding. Den mach ich mir gleich ran. Und vor allem, das ist ein recht gutes Zelt, wisst ihr das, ja? Was war denn das jetzt für ein Rohr, ja, hier? Weiß ich nicht. Normalerweise sind doch diese Stangen so zusammenstecken. Also ja, definitiv. Was ist das für ein Zelt? Ja, das ist ein Zelt. Oder was? Ja. Boah, what the fuck, Alter? Oh, wirklich, ey. Jan, oh, eine Hornisse! Bleib locker, sie tötet mich nur. Doch! Die ist böse. Ey, die ist in deinem Nacken drin. Ja! Wo ist er? Das war voll die Monsterhunde. Ey, da unten liegt sie. Du könntest sie töten, wenn du willst. Mach es nicht, Sonic. Lass ich will sie filmen. Lass sie leben. Jetzt greift sie dich an. Dann muss ich sie töten, leider. Weg! Jetzt muss ich am Haufen. Hast du mitgefilmt die ganze Zeit? Ja, und dein Detektor ist zerbrochen. Boah, die ist wieder da. Die Lampen müssen aus. Boah, wenigstens die ganze Zeit mit dir dreht? Ja. Das ist cool, das könnte lustig werden. Guck, den hab ich noch nicht gefunden, guck. Oh. Was ist das für ein Teil? Das war ein Bremssattel. Von der Simson, die ganz viele Teile. Die haben die geklaut und dort geschlachtet. Ja, wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall haben wir ein Zelt gefunden und hier war eine dicke Hornisse. Wollten wir nur mal kurz zeigen. Ich werde einfach mal zeigen, wie es aussieht. Mit diesen Nieten hier dran. Naja, und vor allem ist das irgendwas echt. Das ist irgendwie das Metall, was definitiv erstmal nicht rostet. Und die Kiste scheint älter zu sein. Schön tief drunten. Ja, das müssen wir jetzt ausheben. Wir müssen alles recht. Ja? Machen wir auch. Wir müssen das jetzt wirklich großflächig ausheben. Und zwar von hier oben angefangen. Ups. Versuchen wir nicht aufzuhauen. Wenn da TNT drin ist. Oh, es rostet. Speicherteil. Meinst du, wenn du so einen Feldspaten gehabt hattest, du hast ja auch einen richtigen Spaten. Was? Leuchtest du mich so aggressiv an? Hey, trifft. Das ist die aus purem Gold und die darf nur kein Kratzer haben, sonst ist sie nicht mehr wert. Ach, mein Sonic im Arsch. Oh, Alter, weißt du, wie fest das Ding ist? Das ist man sieht hier auch den Rand, das ist auf jeden Fall eine genietete Kiste. Und abgefahren ist, wir haben hier eine Schrift entdeckt. Ey, Alter, da geht's weiter. 1938. Und da ist ein Symbol auch drauf. Alter. Irgend so ein. Was ist denn das? Das ist wie so ein Eichenlaubblatt oder so. Ein Baum. 1938. Also die Zeit stimmt ja schon mal. Da ist noch mehr. Das ist ja abgefahren. Steht noch mehr. Alter. Stadt Berlin. Komm, wir haben keine Zeit, der Akku geht alle. Hier. Okay. Naja, ich fange jetzt an hier oben. Das weiten. Sonic, du kommst nicht tief genug. Tja, wenn wir die rauskriegen, nehmen wir sie mit. Das ist Fakt. Das ist eine geile Kiste. Das
sie gefangen ist, dann schmeißen sie den Schwanz ab. Wenn man sie so in Ruhe lässt, weitestgehend... Die kam hier einfach plötzlich an, jetzt in der Erde. Ja. Da ist ja die kleine Maus. Ja, dann tun sie mal zur Seite so, irgendwo. Guck mal, wenn das Gras weg war. Hier ein bisschen. Und ab jetzt. Aber wir dürfen nicht auflatschen jetzt. Ach, machen wir nicht. Weiter die Kiste ausbaddeln. Buddeln, paddeln. Paddel, buddeln. Wollen wir ganz clear. So, Sonic. Das ist eine richtige fette Kiste, Sonic. Was die Frage ist, ist denn das hier, ob nicht, dass das rundherum verschlossen ist oder so? Ne, da war noch irgendeine Scharniere. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, die Öffnung ist da unten. Die Öffnung ist nach unten gerichtet. In die Richtung. Ja. Deinen Namen. Überschön. Ja. Ja. Drauf. Ja. Bei dir? Deine O. Mich? Nein, alles nötig. Ich hab den nicht mit. Irgendwie. Da ich mal auf und dann komme ich wieder.